Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Statsoft-Webinar mit dem Titel Interaktion, Statistika und Spotfire. Mein Name ist Anja Moldenhauer, ich bin promovierte Mathematikerin und arbeite bei Statsoft als Data Scientist und Trainer. Dieses Webinar ist eins von zweien, was ich Ihnen vorbereitet habe für Spotfire und Statistika. Diese Webinarreihe wird immer im Wechsel gehalten und wir sind heute bei dem zweiten Webinar. Das ist das letzte auf Deutsch und danach werde ich nochmal beide auf Englisch halten. Nach dieser Webinarreihe über Statistika und Spotfire werden wir eine Webinarreihe starten von Professor Dr. Diego Kuhn. Und diese wird auch jeweils auf Deutsch und Englisch sein und hierzu dürfen Sie sich auch schon gerne über unsere Webseite anmelden. Bevor wir nun unserem Webinar kommen, also der Interaktion von Statistika und Spotfire, möchte ich Ihnen noch kurz einmal unsere Firma vorstellen. Dann kommen einige Slides zu Spotfire, damit Sie schon mal einen ersten Eindruck gewinnen. Und dann gehen wir in die Demo und gucken uns die Interaktion zwischen Statistika und Spotfire an. Also kommen wir zu uns. Wir sind die Statsoft Europe GmbH und sitzen im wunderschönen Hamburg. Wir sind Ihr Partner für Advanced und Predictive Analytics. Weltweit sind wir der größte Statistika-Distributor. Das heißt, wir sind nicht der Hersteller von Statistika, denn das ist TIBCO. Und TIBCO hat neben Statistika noch weitere Software im Portfolio, unter anderem Spotfire, das wir nun auch mit vermarkten und somit sind wir mittlerweile der größte Valued-Added-Solution-Partner von TIBCO. Zusätzlich zu unseren Softwaren bieten wir ein umfangreiches Dienstleistungsangebot in allen Bereichen der Datenanalyse an. Und in diesem Bereich, also im Bereich der Datenanalyse, konnten wir schon seit über 30 Jahren Erfahrung sammeln und somit Daten in Wissenswerte umwandeln. Wir streben einen nachhaltigen Projekterfolg an durch Know-how-Transfer. Das heißt, wir lassen Sie nicht mit der Software allein, wenn Sie diese bei uns erwerben, sondern wir unterstützen Sie weiterhin. Das heißt, wir können, wenn Sie es wünschen, mit Ihnen Projekte planen und durchführen. Wir können den ganzen Weg des Projektes mit Ihnen zusammengehen oder Sie punktweise unterstützen, wenn Sie Hilfe benötigen. Wir bieten Software- und Methodentrainings an. Zusätzlich erhalten Sie individuelles Coaching und Consulting auf Wunsch. Und natürlich erhalten Sie auch jederzeit einen qualifizierten Support durch unser Kompetenzzentrum hier in Hamburg. Das heißt, Sie dürfen uns jederzeit anrufen oder E-Mail schreiben. Und wir stehen Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Hier noch ein kleiner Auszug aus unserer Kundenliste. Wie Sie sehen, gehen wir durch alle Branchen hindurch. Wir sind in der produzierenden Industrie vertreten, zum Beispiel bei Henkel, oder wir bieten auch Universitäten unsere Software an und versorgen den kompletten Campus. Wir sind im Finanzsektor, zum Beispiel hier bei Volkswagen Financial Services vertreten, aber auch in der Pharmaindustrie, zum Beispiel bei Boehringer Ingelheim, oder auch in der Stahlindustrie bei ThyssenKrupp. Da bilden wir die Mitarbeiter zum Beispiel im Gebrauch von Statistika aus. Kommen wir also nun zu der Software Spotfire. Spotfire ist eine Datenvisualisierungssoftware, die es Ihnen ermöglicht, schnell und einfach Ihre Daten zu analysieren und darzustellen. Mit diesem Tool können Anfänger, die gerade erst mit Datenanalyse begonnen haben, wertvolle Informationen aus den Daten gewinnen. Aber auch Experten, die nach tiefergehenden Erkenntnissen streben, können dieses mit Spotfire intuitiv und leicht verwirklichen. Durch die Integration mit Statistika können Sie zusätzlich alle Statistika stärken, wie zum Beispiel die Predictive Analytics-Fähigkeiten, nutzen und Ergebnisse in Spotfire einfach und schnell
und interaktiv visualisieren. Spotfire zeichnet sich aus durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Das ist ein Self-Service-BI-Tool. Wir bekommen in Spotfire KI-gesteuerte Empfehlungen. Spotfire unterstützt Sie auch im Data Wrangling. Die Visualisierungen sind sehr interaktiv und effizient in Spotfire. Wir können sehr leicht zusammenarbeiten in Spotfire. Es gibt eine Art Chat. Funktion, in der Sie Kommentare schreiben können, wenn Sie mit Ihren Kollegen über Analysen zum Beispiel diskutieren, können Sie Ihre Kommentare hineinschreiben und es können andere Kollegen darauf antworten. Und Spotfire hat eine natürliche Sprachsuche, das heißt, Sie können Fragen an Spotfire richten und Spotfire kann mit seinen KI-gesteuerten Empfehlungen Ihnen Visualisierungsvorschläge machen, um Ihre Frage effektiv zu beantworten in einem Visualisierungsumfeld. Auf diese Fähigkeiten, also das Data Wrangling zum Beispiel oder die natürliche Sprachsuche, sind wir wesentlich genauer in dem ersten Webinar eingegangen. Das heißt, da werde ich jetzt nicht so den Schwerpunkt drauflegen, sondern eher in der Interaktion zwischen Spotfire und Statistiker. Wenn Sie Analysen kreiert haben in Spotfire, können Sie diese problemlos auf dem Desktop, auf Ihrem Laptop, auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Smartphone verwenden. In allen gängigen App Stores können Sie hierfür eine App herunterladen und das Seitenlayout reagiert auf die Bildschirmgröße. Somit sind Sie also auch mit Spotfire mobil und können mobil durch Ihre Datenanalyse surfen. Spotfire und Statistica sind zwei Produkte von TIBCO. Daher hat es natürlich auch Sinn gemacht, eine Integration zu entwickeln. Und diese gucken wir uns gleich einmal genauer an. Das ist auch hier schon das Beispiel, auf das wir eingehen werden gleich. Also hier ist es ein Workspace auf Statistica, indem wir eine Clusteranalyse durchführen werden und die möchten wir in Spotfire visualisieren. Das heißt, wir möchten sie visuell darstellen und durch unsere Daten durchgucken, wie unsere Cluster gebildet werden, was das bedeutet für unsere Fälle. Und das heißt, wir bauen in Spotfire eine Visualisierung und wir können in Spotfire hier einen Regler einbauen, an dem wir die Clusterzahl ändern, die berechnet werden soll. Und diese Berechnung wird ja durchgeführt in dem Statistica Workspace. Das heißt, wir können in Spotfire durch diesen Regler direkt auf den Knoten in Statistica zugreifen, diese Einstellung ändern, dann den Workspace in Statistica laufen lassen auf Spotfire raus und wir bekommen dann das Ergebnis hier direkt in unsere Visualisierung. Und das gucken wir uns jetzt einmal genauer an, wie wir das zusammenbauen. Das heißt also, ich gehe hier einmal raus und wir fangen mit Statistika an und ich erkläre Ihnen nochmal, was jetzt unser Data Scientist in Statistika baut, was dann der Analyst zum Beispiel in Spotfire nutzen kann, um sich die Daten anzusehen. Das heißt, hier haben wir unsere schöne Statistika umgeben mit rechts unserem Enterprise-System, in dem ich hier zum Beispiel eine Datenverbindung habe und hier verschiedene Workspaces, einmal ein Cluster-Workspace. Den gucken wir uns an, der ist also sehr klein gehalten. Ich möchte einfach nur ein Clustering durchführen. Ich habe beispielhafte Input-Daten. Hier sind es nur 4 Stück. Am Ende möchte ich natürlich mehrere Cases haben, die ich cluster und das sind die Cases, die hier in meiner Datenverbindung liegen und diese Datenverbindung kann ich über einen zweiten Workspace aufrufen. Das heißt, dieser Knoten greift auf diese Daten zu und zieht die einmal aus meinem Datentopf und im Ende möchte ich 154 Fälle clustern. Meine Daten sehen so aus, dass ich eine Zielgröße habe und hier einfach verschiedene Parameter
die diese Zielgröße beeinflussen. Also ich habe hier mein Cluster Workspace, in dem ich jetzt Beispieldaten reinlade, dann führe ich ein Clustering durch, also diesen Knoten. Hier an diesem Knoten haben wir verschiedene Möglichkeiten, diesen einzustellen. Wir können die Anzahl der Cluster variieren, wir können den Algorithmus variieren, wir können hier zum Beispiel auch das Distanzmaß variieren. Also hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, die unser Data Scientist hier in Statistica beeinflussen kann. Und dieser Data Scientist, den wir uns jetzt hier in Statistica vorstellen, der möchte aber auch den Analysten in Spotfire die Möglichkeit geben, etwas an diesem Knoten zu verändern, während er sich diese Daten anguckt. Und was er verändern darf, das kann der Data Scientist hier in Spotfire durch den Designer View einstellen. Das heißt, im Designer View sehe ich quasi alles, was ich beeinflussen kann in meinem Workspace. Da habe ich also hier wirklich viele Möglichkeiten. Und dieser Data Scientist nimmt jetzt alles raus, erst einmal. Und erlaubt jetzt nur noch die Anzahl der Cluster zu verändern. Das heißt, wir setzen den einzigen Haken bei Anzahl der Cluster. Sagen wir, okay, das können wir einmal hier im User View kontrollieren, ob wir wirklich nur einen Zugriff auf die Clusterzahl erlauben. Und das haben wir hier. Also das Einzige, was ich aufmachen kann, ist die Clusterzahl und die ist hier als Default einfach mal auf 3 gesetzt. Das speichern wir. Das speichern wir jetzt hier hoch in unser Enterprise-System, auf das ich gleich von Spotfire aus zugreifen möchte. Das heißt also, das ist die Geschichte, die wir in Statistica haben. Jetzt öffnen wir Spotfire. Das ist also hier unser Spotfire-Tool. Und von Spotfire möchte ich jetzt auf Statistica zugreifen. Ich ordne das einmal nebeneinander an, damit wir das einmal sehen können. Ich mache das hier einmal klein. Jetzt habe ich hier meine beiden Workspaces, auf die ich zugreifen möchte, von Spotfire aus. Das heißt, hier in Spotfire gibt es den Reiter Tools. Darunter finde ich Statistica. Das öffne ich und hier bekomme ich eine Fläche, in der ich Workspaces hinzufügen kann. Das kann also ich wähle jetzt ein Workspace aus dem Enterprise-System, denn ich habe meine beiden Workspaces hier links ja ins Enterprise-System gelegt. Und hier wähle ich jetzt erst diesen Workspace aus. Das ist der, aus dem ich meine Daten hole, die in Enterprise liegen und die ich hier durch meine Cluster-Analyse durchschicken möchte. Das heißt, den nehme ich mit. Und als zweites nehme ich natürlich meinen Workspace hier mit, in dem eine Cluster-Analyse durchgeführt wird. Das heißt also, den holen wir uns auch aus dem Enterprise-System heraus. So, jetzt müssen wir einige Einstellungen vornehmen. Und zwar gehen wir als erstes in diesen Workspace. Hier haben wir ja nur einen Knoten und wir möchten aus diesem Workspace den Output nutzen und den später hier als Input nutzen. Das heißt, wir haben hier den Output-Reiter. Wir sehen, wir haben nur diesen einen Knoten und da möchten wir diese Datentabelle, die wir hier im Downstream bekommen, herausholen. Das heißt, wir haben die Datentabelle und hier habe ich ihm gesagt, was ich möchte. Ich möchte eine neue Datentabelle kreieren, die diesen Namen trägt. Okay, das war schon das Erste. Hier arbeitet Spotfire einmal kurz und jetzt gehen wir in den zweiten Workspace und gucken uns hier an, was wir haben. Wir haben hier also eine Input-Datei, die habe ich auch Input genannt. Da liegen ja momentan nur diese 4, 5 Fälle drin. Ich möchte aber alle 154 Fälle aus dieser Datenquelle nutzen. Das heißt, als Input wähle ich die Datentabelle, die ich gerade geholt habe und kann hier noch auswählen, welche Variablen ich denn insgesamt nutzen möchte. Und zwar möchte ich alle nutzen. Und jetzt gehen wir hier in den Output von diesem
Workspace, was interessiert mich hier? Hier interessiert mich ja meine Cluster-Analyse. Das heißt, als Output möchte ich den Output von meiner Cluster-Analyse haben als Datentabelle. Und das benennen, oder diese Tabelle heißt dann Generalized Cluster Analysis. So, das war schon die Einstellung in Spotfire. Und jetzt mache ich Spotfire groß, weil wir uns jetzt angucken, was wir in Spotfire mit diesen Informationen machen können. Als erstes gehen wir hier und wählen unsere Tabelle aus. Da sind meine Ergebnisse drin von meiner Cluster-Analyse. Und die stellen wir einfach einmal dar. Hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, in Spotfire meine Daten darzustellen. Das ist also visualisierungsgetrieben hier. Ich möchte eine Tabelle. Jetzt kann ich hier, bekomme ich meine Tabelle. Jetzt kann ich hier in den Einstellungen noch die Spalten ändern. Das heißt, der Case Name ist mal nicht so interessant. Am Anfang habe ich den Yield. Ich habe jetzt ein Clustering durchgeführt. Das heißt, ich habe eine Information, in welcher Fall in welches Cluster fällt und eine Distanz zum Clusterzentrum. Und diese Information ist momentan ganz hinten hier in meiner Tabelle. Ich möchte sie aber nach vorne haben. Das heißt, ich nehme diese beiden Zeilen einmal nach vorne. Da kommen sie auch schon. Und jetzt habe ich hier meine Final Classification hier vorne. Das heißt, die ersten sind im Cluster 1. Dann habe ich hier welche im Cluster 2. Dann kommen welche in Cluster 3, wieder Cluster 2, Cluster 3. So sind sie momentan verteilt und jeweils die Distanz zum Clusterzentrum. Jetzt habe ich einmal einen Überblick. Und nun möchte ich einen Scatterplot mir bauen. Das heißt, der Scatterplot ist auch visualisierungsgetrieben. Den wähle ich mir also hier aus. Hier ist der Scatterplot. Der kommt hier rechts ran und hier möchte ich auf dieser Achse möchte ich diesen Wert auftragen und ich möchte das gerne gefärbt haben nach meinen Clustern. Das heißt, ich kann hier meine Final Classification einfach antippen und hier raufziehen. Hier sehe ich schon, hier ist das Färbeelement. Das wähle ich also einfach aus. Jetzt ist es gefärbt. Hier ist es jetzt gefärbt nach einer Range. Das möchte ich noch ändern. Ich möchte das Färben nach eindeutigen Werten. Das heißt also jetzt, alles, was in Cluster 1 landet, sind hier die blauen Fälle. Alles, was in Cluster 2 landet, sind rote Fälle. Und alles, was in Cluster 3 landet, sind die gelben Punkte hier. Und wenn ich das hier markiere, dann finde ich diese Fälle auch hier links in meiner Tabelle wieder. Oder wenn ich hier durch diese Tabelle gehe, können Sie rechts sehen, welcher Punkt das wird. Das heißt also, auch diese Elemente sind miteinander verbunden. So, jetzt haben wir es ja fest auf drei Cluster eingestellt, aber ich möchte aus Spotfire heraus die Clusterzahl ändern. Also fügen wir eine Text Area hinzu. Wir können das hier einfach verschieben, je nachdem, wo ich sie haben möchte. Das heißt, es ist also die Anordnung in Spotfire ist auch sehr einfach zu verwirklichen. Die können wir einfach hier durch Doppelklick umbenennen, Clustering. Und hier bauen wir jetzt einen Slider ein. Den bekomme ich. Ich mache das mal groß. Den bekomme ich hier. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, etwas einzustellen. Ich möchte einen Slider bauen. Und diesen Slider, für diesen Slider muss ich auf meinen Knoten zugreifen in Statistica. Das heißt, ich brauche hier explizit einen Ansprechpunkt. Und den stellen wir jetzt
noch erst einmal ein. Das heißt, wir gehen hier bei Tools unter Statistika in meinen Workspace, der das Clustering oder den Cluster Workspace in Statistika anspricht. Und da gehen wir jetzt als Input noch einmal den Cluster oder die Clusterzahl mit ein. Das heißt, wir benötigen hier noch einen weiteren Input. Den bekommen wir in diesem Menü. Das ist ja ein Parameter, den wir verstellen möchten. Und somit haben wir hier alle Möglichkeiten, die der Data Scientist meinem Analysten in Spotfire zuspricht. Und da haben wir nur Number of Clusters zugelassen, eben in Statistika. Das heißt, ich wähle das hier aus. Und jetzt gehen wir nochmal durch unsere Einstellung. Also mein Input ist ja meine Tabelle. Von vorne nach hinten. Und der zweite Input ist meine Clusterzahl. Das heißt, die führen wir hier jetzt hinzu als neu. Das ist Cluster Number. Und als Default haben wir das auf 3 gesetzt. Das heißt, das haben wir hier jetzt alles enthalten. Und hier gucken wir nochmal, dass wir als Output unsere Tabelle haben, die wir hier eingestellt haben. Das heißt, das ist jetzt eingestellt. Ich habe hier meine Verbindung und jetzt können wir hier unseren Slider hinzufügen, denn eben waren hier nur 2 Punkte angeführt und jetzt ist hier unsere Cluster Number hinzugekommen als Default 3. Mein Slider stelle ich ein auf 2 bis 8. Das heißt, ich erlaube der Person, die gleich durch meinen Workspace guckt, die Clusterzahlen von 2 bis 8 einzustellen und ich darf jeweils immer ein weitergehen. Also ich darf alle Zahlen zwischen 2 und 8 nutzen. Den habe ich also hier eingebaut. Jetzt kann man hier noch Text hinzuschreiben. Zum Beispiel, bitte wählen Sie die Anzahl der Cluster aus. Da kommt dann darunter der Slider, an dem ich das stellen kann. Ich kann hier Farben ändern, ich kann Texte ändern. Und darunter muss ich jetzt noch eine Funktion hinzufügen, also dass es auch ausgeführt wird, dieser Workspace neu. Das ist ja der Clustering Workspace, der neu ausgeführt werden soll, jetzt mit einer anderen Clusterzahl. Und diesen Button benennen wir mit dem Wort Berechnung. Das speichern wir. Und schon haben wir hier einen Slider, den ich einstellen kann zwischen 2 und 8, jeweils in einer Schritten. Und wenn ich auf Berechnung drücke, dann berechnet mir mein Workspace in Statistika ein Clustering jetzt hier mit 2 Clustern und ich sehe hier sofort, wie sich das auswirkt auf meine Darstellung. Ich habe also nur noch 2 Cluster. Die sind, das erste ist jetzt blau und das zweite ist rot. Oder ich kann es hier verstellen auf 4 Cluster. Jetzt spricht Spotfire wieder Statistiker an und ich bekomme ein Clustering mit 4 Clustern. So, jetzt können wir noch eine weitere Visualisierung hereinbringen, wenn wir das wünschen, die datengetrieben ist. Das heißt, ich wähle mir hier 2 Variablen aus, die mich interessieren. Zum Beispiel die Distanz zum Zentroiden. Und mein Yield. Und jetzt kriege ich hier von der Spotfire KI Engine verschiedene Vorschläge, wie man das darstellen könnte.
Und ich wähle einfach mal hier den Barchart aus und ordne den hier unten an. Jetzt möchte ich das auch noch wieder anders darstellen, nämlich in Abhängigkeit von meinen Clustern. Das heißt also, ich möchte hier Final Classification und das umsortieren, also anders darstellen, nämlich in dieser Art und Weise. Und die sollen gefärbt sein nach meinen Clustern. Und zwar als Non. Und ich stelle das hier jetzt auch nochmal ein beim Coloring, dass das hier nicht der Gradient ist, sondern dass es die diese Werte sind, die eindeutigen Werte. Das heißt, hier ist es auch wieder so, dass das Cluster 4 grün ist und das Cluster 3 gelb. Und hier nehmen wir nicht die Summe, sondern den Durchschnitt. Das heißt also, ich kann hier sehen für mein Yield, also für meine Zielgröße, die zwischen 75 und 80 liegt, ist im ersten Cluster der Abstand von diesen Punkten im Schnitt 0,67. Das heißt hier, das ist auch alles miteinander verbunden, welche Punkte das sind und die sind dann jeweils hier markiert. Und hier kann ich das auch noch so einstellen, dass ich nur die sehe, die markiert werden. Also hier unter den Properties Data Markierung. Das heißt, jetzt kriege ich hier nur noch wirklich die Punkte angezeigt, beziehungsweise die Fälle angezeigt, die ich markiere. Entweder hier oben in meinem Scatterplot oder hier unten in meiner Darstellung. Das war also hier unser Beispiel mit dem Clustering, in dem ich sehen kann, wie ich hier zum Beispiel mit Slider direkt mein Workspace in Statistica ansteuern kann. Und die zweite Sache, die uns jetzt noch interessiert, sind die Map Charts. Hierzu gucken wir uns ein weiteres Beispiel in Statistica an. Ich schließe einmal das Clustering-Beispiel. Wir gucken uns diese Daten aus dem Enterprise-System an, weil ich das alles bei mir in Enterprise hinterlegt habe. Und zwar sind wir hier bei den Wetterdaten. Ich habe hier meine Wetterquellen, die ich aus einer Datenbank anspreche. Und ich habe hier meine Workspaces, die ich nutze für meine Wetterdaten. Wir können einmal hier diese Datenaufbereitung angucken, die wir durchführen. Und hier haben wir die Wetterdaten, die wir später analysieren möchten in Spotfire. Und wir gehen jetzt als erstes einmal durch diesen Workspace. Wie Sie sehen, haben wir hier zwei verschiedene Input-Dateien. Wir haben hier eine Wetterstation, die hat eine ID. Wir haben verschiedene Tage, an denen wir verschiedene Sachen gemessen haben. Zum Beispiel haben wir die Windstärke im Mittel gemessen oder die maximale Windgeschwindigkeit. Wir haben die Sonnenscheindauer gemessen, die Niederschlagshöhe, den mittleren Luftdruck. Das immer an verschiedenen Stationen, an verschiedenen Tagen. Und das haben wir hier gesammelt. Unsere zweite Input-Datei sind Informationen über unsere Station. Also hier ist wieder die Station-ID. Wir wissen den Standort, den Längengrad, den Breitengrad, die Höhe und den Betreiber. Hier gehen wir als erstes durch ein paar Verarbeitungsschritte hindurch. Wir haben ja hier an verschiedenen Tagen einen Monat gemessen und wir sind am Ende nur an der Summe des Niederschlags im Monat interessiert. Das heißt, wir generieren uns hier hinten eine Monats- und Jahresvariable, das heißt, wir gehen hier durch die verschiedenen Monate jeweils. Dann berechnen wir hier eine Breakdown-Statistik, das heißt, pro Station und pro Monat summieren wir die Niederschlagshöhe auf. Danach führen wir einmal ein Unstacking durch. Wir haben also verschiedene Stationen, die haben hier ihre Nummern und hier gehen wir durch die verschiedenen Monate und haben einfach die Niederschlagsmenge einmal aufsummiert für den Monat
Und hier haben wir zum Beispiel auch Stationen, da regnet es einfach nie. Das ist ein bisschen uninteressant. Die filtern wir hier raus. Das heißt, wir haben hier nur noch Stationen, bei denen wir unterschiedliche Niederschlagsmengen haben im Monat und berechnen jetzt eine deskriptive Statistik. Das heißt, wir gucken auf den Mittelwert des Niederschlages im Jahr pro Station und das Minimum und das Maximum der Niederschlagshöhe. So, und diese Information möchten wir jetzt mit unseren Wetterstationsinformationen, also einem Breitengrad, Längengrad, vereinen. Und das Erste, was wir dafür natürlich brauchen, ist, wir brauchen einen Schlüssel. Wie können wir das vereinen? Da nutzen wir die Wetterstations-ID, die hier vorne bei uns noch drin ist. Das heißt, wir fügen diese einfach einmal nach hinten, damit es eine Variable ist, die wir für unseren Merchant-Knoten nutzen können. Denn diese Stations-ID finden wir auch hier wieder. Hier ist die Stations-ID. Das Einzige, was wir hier machen, wir filtern noch einmal Stationen raus, wo wir keine Informationen oder nicht alle Informationen haben. Und dann fügen wir das zusammen, dass wir also wissen, wo pro Station, wie ist der Stand oder wo ist der Standort, was ist der Längengrad, Breitengrad, die Höhe, wer ist der Betreiber, was ist der mittlere oder die mittlere Niederschlagshöhe pro Jahr, was ist das Minimum, was ist das Maximum. Das sind unsere Daten und diese Berechnung möchten wir für verschiedene Stationen machen, die wir hier einmal gespeichert haben in unseren Datenquellen und die können wir durch diese Knoten heranziehen. Das heißt, hier kriegen wir jetzt alle Informationen über die Stationen, die uns interessieren und hier die Informationen über den Standort, Längengrad, Breitengrad, Höhe und den Betreiber. Das sind also unsere beiden Workspaces, die wir jetzt aus Spotfire ansteuern möchten. Genau. Und dafür mache ich jetzt Statistiker auch nochmal wieder etwas kleiner. Schließe das hier und ordne das wieder nebeneinander an, sodass wir das leichter nachvollziehen können. In Spotfire, was passiert. Das heißt, genau wie eben gehen wir hier in Spotfire in Tools unter Statistika und kommen in das Menü, indem wir durch dieses Pluszeichen diese Workspaces aus meinem Enterprise-System ansprechen können, beziehungsweise erstmal auswählen können. Und da wählen wir jetzt diese beiden Workspaces aus. Das ist also einmal Data Wetter, also einmal die Quellen, die wir nutzen möchten, die wir dann durch unseren Workspace hier hindurch schicken möchten. Und natürlich den Workspace selber. Und jetzt einmal diesen Workspace. Okay. Jetzt müssen wir wieder einige Einstellungen durchführen. Das heißt, wir gehen als erstes in diesen Workspace rein. Da haben wir zwei Knoten, die uns zwei Tabellen ziehen aus unserem Data Warehouse, das mit unserem Enterprise-System verbunden ist. Das heißt, wir haben einmal die Wettermessung, die wir nehmen möchten. Das heißt, die wählen wir aus und das soll eine neue Tabelle werden. Und wir haben die Wetterstation, die wir nehmen möchten. Wählen das aus und es soll auch eine neue Tabelle werden. Das ist also unsere erste Einstellung. Hier oben arbeitet Spotfire einmal. Und jetzt gehen wir in diesen Workspace. Dieser Workspace hat zwei Input-Tabellen. Hier meine erste Input-Tabelle. Da sind die Messungen enthalten. Das heißt, da möchten wir auch die Wettermessung einfügen, die wir aus diesem Knoten bekommen. Da setzen wir also jetzt hier die Columns, die wir alle nutzen möchten, da möchten wir alle nutzen. Und der zweite Input, das ist dieser Knoten, da möchten wir jetzt die Daten einfügen, die wir aus diesem Knoten, aus unserem Enterprise-System ziehen, also aus unserem Data Warehouse. Und das wählen wir einmal hier aus, das sind die Stationen. Und da wählen wir auch
alle Spalten aus, die wir nutzen. Jetzt sagen wir okay und gucken uns jetzt die Outputs an. Hier haben wir verschiedene Outputs. Alles, was hier im Downstream ist, können wir theoretisch nutzen als Output in Spotfire. Wir konzentrieren uns mal auf zwei. Und zwar einmal die Informationen, die wir hier aus dem Unstacking-Knoten bekommen. Das heißt, wir suchen hier Unstacking, möchten das als Tabelle bekommen und einmal unsere finale Information, die wir hier uns erarbeitet haben durch die verschiedenen Schritte und das Zusammenfügen, das ist in unserem Merge-Knoten enthalten. Das heißt, den wählen wir auch einmal aus und möchten den auch als Tabelle kreieren. Dann sagen wir, okay, jetzt arbeitet Spotfire wieder, denn er führt es einmal aus, er schickt einmal diese beiden Tabellen durch diesen Workspace. Und jetzt gehen wir komplett in Spotfire rein, weil wir haben ja unsere Konfiguration alle gesetzt und das nachvollzogen in Statistica. Das heißt, jetzt hier in Spotfire gehen wir in die Tabellen, die uns interessieren. Da haben wir ja einmal diese Merge-Tabelle und die Unstacking-Tabelle. Da gucken wir uns jetzt als erstes einmal die Unstacking-Tabelle an. Die fügen wir einfach einmal ein. Das heißt, wir sehen hier nochmal unsere Information und haben ja hier die Niederschlagssumme aufsummiert pro Monat, pro Station. Und die möchten wir jetzt einfach einmal visualisieren als Linechart, den wir hier einsetzen. Der ist ein bisschen langweilig, die erste Station, weil da regnet es einfach nie. Aber wir können die anderen Stationen hier einfach mal auswählen und hier rüberziehen auf das Plus. Und schon sehen wir, wie sich das so in den anderen Stationen verhält. Das packen wir jetzt einmal hier nach unten. Jetzt können wir sehen, wie so die Niederschlagsregenmenge sich über das Jahr hin verhält. Das war also der erste Knoten, den wir aus Spotfire heraus uns angucken, beziehungsweise die Ergebnisse aus diesem Knoten. Jetzt haben wir ja noch den zweiten Knoten, der uns unsere Ergebnisse von unserem ganzen Merge-Prozess, Datenaufbereitungsprozess liefert. Und das ist die Tabelle Merge Variables. Und die gucken wir uns auch einmal an. Die haben wir also hier. Hier können wir uns auch überlegen, was möchten wir denn überhaupt alles sehen. Vielleicht interessiert uns gar nicht alles. Das heißt, wir ändern hier die Columns. Das heißt, erstmal nehme ich alle weg. Und jetzt sage ich, ich möchte eigentlich nur den Standort haben und den Mittelwert, Minimum und das Maximum. Das sind die Sachen, die ich sehen möchte in der Tabelle. So. Und den Breitengrad und den Längengrad, der hilft mir, meine Station geografisch anzuordnen. Das heißt, wir fügen jetzt einen Map-Chart hinzu. So, da haben wir hier schon die Punkte, das sind unsere Stationen. Das erkennt Spotfire sofort und legt es hinter die Do oder auf die Deutschlandkarte drauf. Jetzt möchten wir das gerne einfärben. Und zwar in Abhängigkeit von unserem Mittelwert. Das heißt, wir gehen hier auf Mittelwert und ziehen den einmal auf unser Färbesymbol. Schon haben wir das hier geändert. Wir möchten die Größe unserer Kreise mal von nichts abhängig machen. Das heißt, sie sollen einfach alle gleich groß sein und wir möchten den Unterschied im Mean eigentlich lieber an der Farbe erkennen. Das heißt also, wir können das hier nochmal wieder zentraler anordnen. Wir gehen in die Eigenschaften rein dieser Karte unter Color und möchten das jetzt über diesen Gradienten sehen und wir sagen, das Minimum soll gelb gefärbt sein, das Maximum soll rot gefärbt sein und jetzt gehen wir hier nochmal in die Mitte rein zum Beispiel und sagen, hier die Mitte möchten wir gerne eher blau färben. Das können wir hier auch noch hoch und runter ziehen, je nachdem, wie Sie das gerne haben möchten.
Und schon sehen wir das hier eingefärbt. Zusätzlich zu diesen Färbungen können wir jetzt auch noch Labels setzen. Das heißt, das machen wir hier unter Labels, die wir auf den Standort beziehen. Das heißt, jetzt sehen Sie das hier, es ist alles gelabelt, das sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Also sagen wir bitte Labels doch einfach nur, wenn wir das markieren. Das heißt also, wenn ich jetzt hier diesen Punkt markiere, wird er hier gelabelt. Ich sehe, das ist Magdeburg und hier ist es auch blau hinterlegt. Ich kann mehrere zusammen labeln, dann weiß ich hier, das ist die Zugspitze, hier ist Oberstdorf, das fand ich auch hier wieder zum Beispiel. Jetzt können wir auch noch mal ein bisschen rauszoomen, sehen, dass es hier alles in Deutschland ist. Wir haben hier die Umgebung von Deutschland. Wir können hier nach oben, das ist List auf Sylt. Oder wir zoomen wieder ein bisschen weiter rein. Als nächstes fragen wir Spotfire mal etwas. Spotfire fragt mich hier, woran bist du interessiert? Und ich sage, ich bin am Zusammenhang zwischen dem Maximum und der Höhe interessiert. Dann gibt er mir hier verschiedene Vorschläge, wie man das darstellen könnte. Und ich wähle hier einfach mal den Scatterplot, den ich hier unter anordne. Und schon sehe ich, dass ich da eine Tendenz habe. Je höher das ist, desto höher ist auch mein Maximum. Ich habe hier ein höchstes Maximum. Das kann ich also hier markieren. So sehe ich sofort hier, das ist Feldberg. Und hier ist es auch markiert, Feldberg, Schwarzwald. Das heißt, ich sehe auch hier, wo das direkt angeordnet ist. So, jetzt kann ich noch das so auswählen, dass ich hier nicht wieder alle habe, sondern einfach immer nur die, die ich markiert habe. Das heißt, wenn ich hier mehrere markiere, sehe ich das hier. Brocken, Oberstdorf habe ich jetzt gefunden. Und hier muss ich ein bisschen scrollen. Das kann ich ändern, indem ich einfach hier Data sage, ich möchte nur die haben, die markiert sind. Also kriege ich nur diese Informationen über die markierten Einstellungen oder über die markierten Wetterstationen, die ich hier anwähle. Zum Beispiel entweder hier über mein Map-Chart oder auch hier über meinen Scatterplot. So, das war also mein Map-Chart, was ich zeigen wollte. Jetzt zeige ich Ihnen hier noch einmal meine Kontaktdaten. Wenn Sie also Fragen haben zu Spotfire oder generell, dürfen Sie sich gerne jederzeit an mich wenden, an eine E-Mail schreiben oder mich gleich anrufen. Und wir haben heute in unserem Webinar die Interaktion von Statistica und Spotfire betrachtet. Sie haben also gesehen, wie leicht der Zugriff auf Statistica Workspaces und deren Ergebnisse funktioniert aus Spotfire heraus. Die Map-Charts ermöglichen eine einfache und schnelle räumliche Zuordnung von Daten. Wir bekommen schnell und leicht eine gute Übersicht von standortbezogenen Informationen durch diese Map-Charts. Wir können die Statistikerknoten aus Spotfire heraus ansteuern und zum Beispiel durch Regler die Anzahl der Cluster in Spotfire ändern. Wir können dadurch die gesamte Predictive Analytics Kraft von Statistica nutzen und sogar steuern. Und der Data Scientist in Statistica kann zum Beispiel bestimmen, an welchen Schrauben der Analyst in Spotfire drehen darf, während er durch seine Daten guckt. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch 2 Minuten Zeit geben, um mir eventuell hier im Chat Fragen zu stellen. Ansonsten freue ich mich auch, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen und produktiven Tag. Vielen Dank.
Ich sehe keine Fragen, nur einige Danksagungen. Das freut mich natürlich. Ich habe sehr gerne das Seminar für Sie gehalten und freue mich, wenn Sie was gelernt haben. Natürlich dürfen Sie mir jetzt auch noch E-Mail schreiben oder mich anrufen. Und ich beende jetzt dieses Webinar und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank.